passen könnte bei Ihnen. Ja? Und wie fühlt sich das an? Aber ich will Kontakt aufnehmen. Und sowas machen die dann bei der Paartherapie. You are a beta. Beta. And it's okay to be a beta, to know that you're a beta, and then you overcome being a beta. Ja, grüß dich, Burm. Heute geht's um ein Beta auf der Flucht. Die Dokumentation vom WDR eines Leinengezwungenen. Und vor allem, wie sich diese Beziehung entwickelt mit den darin befindenden Leckerbissen. Und damit kommen wir doch gleich mal rein, würde ich sagen. Das sind wir, Susanne und Raphael. Wir beide vor 13 Jahren auf unserem ersten gemeinsamen Foto. Frisch verliebt. Jetzt ist er oben. Mach mal hoch, bitte. Kurz darauf kam Paula, unsere Tochter. Als Tänzer wurden wir mit den Jahren immer erfolgreicher. Nie hätten wir gedacht, dass wir uns mal um herumliegende Socken streiten würden. Und das ist halt immer das erste Problem, was man bei solchen Beziehungskonstellationen dann auch hat. Ne? Wenn sie dann zusammenziehen, zusammen hier dauernd aufeinander hocken und vor allem dann auch noch ein eigenes Geschäft haben, diese Tanzschule oder dieses Tanzevent. Und da sehen wir schon das Kernproblem, auf dem das alles fußt. Nämlich, gerade wenn es jetzt um Beziehungen geht, braucht Feuer, diese Anziehung, ja Luft zum Atmen. Gerade für die Frauen, die ja dann immer diese Mysteriosität wollen, das Zwiebelprinzip, oh spannend, oh mein Gott, oh, noch spannender. Die emotionale Eintagsfliege muss ja jeden Tag aufs Neue verführt werden, ganz wichtig, wenn man hier auch in der Beziehung dann ist. Aber das wird ja umso schwerer, wenn man nonstop aufeinander hockt und gar nicht mehr diesen Abstand haben kann, damit da hier eben das wieder in der Frau vor allem hervorgerufen wird. Wir wissen es ja aus den Studien, Ungewissheit erhöht diese Anziehung, weil die Frau ja oftmals diese Ambivalenz möchte, ja, emotionale Achterbahn. Und das ist ja dann hier überhaupt nicht mehr vorhanden, wie wir jetzt dann sehen. Unsere Leidenschaft? Eingeschlafen. Ob wir in einem Jahr noch zusammen sind? Ich weiß es nicht. Rafa, was ziehst du an für einen Auftritt? Das an, was ich immer anziehe. Ich nehme es einfach mit und wir gucken dann vor Ort. Nee, ich fände schon schön, wenn du mir mal zeigst, was du hast und wir gucken, ob es zusammenpasst. Okay. Da sehen wir schon die erste Dynamik, diese Dysfunktionalität des Betas, der dann immer der Leinen gezwungen ist und der Untertan der Frau, dass sie ja sozusagen ihm schon sagt, na du, gell, Bur, du ziehst halt das an, wie als wäre es so eine Mutter-Sohn-Beziehung. Und dann, ja, okay, Großmeisterin, ich erfülle euren Wunsch. Und das ist halt leider Gottes aber auch das, was Frauen dann so unattraktiv finden. Aber natürlich trotzdem immer versuchen, den Mann zu betaisieren, um ihn auch zu testen. Macht da noch mit, lasst er sich noch mehr betaisieren als Kongruenztest. Weil sie ja unbewusst immer von der Frage getrieben ist, ist er wirklich noch der beste Deal, den ich für meinen Marktwert bekommen kann. Und wenn er dann hier nachgibt, dann wird er unattraktiv. Deswegen gibt es halt diese alte Geschichte vom Rocker, der ja immer mehr aufhört, ja, Motorrad zu fahren, wilde Musik zu hören und lange Haare zu tragen, bis die Frau dann keine Lust mehr hat und wieder mit einem Rocker zusammen ist, der langes Haar hat, Rockmusik hört und Motorrad fährt, wegen diesen Testdynamiken des hypergamen Zweifels in diesem Fall. Okay, okay, dann ziehe ich das Lilane an. Nimmst du es mal? Ja. Ja, das sagt gut zu. Das ist schön, aber die musst du bügeln. Also ich meine, wenn... Hier, hör auf die Mama, gell? Bügel deine Wäsche. Wenn du es nicht angeguckt hättest zum Beispiel, dann würdest du das mitnehmen auf deine Reise und dann sieht das halt so aus. Das würde ich so nie anziehen. Und das lag wahrscheinlich jetzt auch noch im Staub, da ist ein Haufen Fusseln drauf. Ja. Und jetzt, dadurch, dass du dir anguckst, wird dir bewusst, ach ja, stimmt ja, das könnte ich ja mal bügeln und reinigen. Ja, aber ja, ganz klar sieht man hier die Mutter-Sohn-Dynamik und das schafft natürlich keine Anziehung, gerade aus der weiblichen Perspektive. Das ist es, diese Achtsamkeit. Wir haben einen Auftritt und deine Schuhe sind völlig abgeratzt, sodass man sich echt schämt und denkt, hat der Bursche keine Schuhe? Und das geht nicht. Also ich glaube, für so eine Performance, das geht nicht. Ja, Mama muss dann sagen, hast vollkommen recht. Da muss man hier das dann als Witz sehen und die Frau eben nicht ernst, wenn er in so eine Dynamik reinkommt, was ja schon mal ungut ist, weil da weiß ja, okay, der hat sich drastisch betaisieren lassen, dass sie überhaupt sowas dann auch macht. Und sie ist ja damit auch unzufrieden. Ah, oh, lass dich doch nicht bitte betaisieren. Ja, doch, Großmeisterin, mir wurde es so gesagt. Von den Lehrern und den Kita-Betreuern und meiner Mutter. Beta Baby! Sie nicht da hinstellen und dann diese abgelatschten, dreckigen Schuhe anhaben. Ich glaube, das ist der Grundkonflikt bei uns. Susanne hat eine genaue Vorstellung, wie das zu Hause läuft, wie ich mich verhalten soll, wie ich sein soll. Und ich glaube halt, dass in diesen ganzen Komponenten, da steckt viel
Projektion und auch viel Traummann dabei und so einen gibt's nicht. Aber trotzdem, er ist ja derjenige, der das mit sich machen lässt. Das muss man unbedingt auch hier mit reinfaktorieren. Er hat ja hier die Verantwortung, das mit sich machen zu lassen. Ne? Ja, die projiziert und macht das und was weiß ich alles. Ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht externalisiert. Ja, oh, die Frau, die macht es. Er ist ja auch derjenige, der sich, wie gesagt, betaisieren lässt. Und ich komme mir immer wieder entgegen, aber an bestimmten Punkt sage ich halt, okay, stopp. Jetzt mit dem Rest musst du auch leben. Knackpunkt, wenn du ihr hier entgegenkommst und dann sagst, ja, Großmeisterin, darf ich meine Pantoffel noch anziehen? Dann ist es ja genau das, was die Anziehung killt. Das kapieren die Blue Pill aber nicht. Würde ich sie nicht lieben, dann hätte ich aufgegeben, aber ich habe Liebe. Und da würde ich gerne nochmal reingrätschen, weil immer dieser Liebesbegriff wird ja total entfremdet. Man muss ja eher mal definieren, was Liebe nicht ist, ja? Und diese Co-Abhängigkeit, dieses leinengezwungenen Dasein ist ja vielmehr, ich brauche dich, und ich brauche dich ist ja genau das Gegenteil von ich liebe dich, ja? Und das zieht man ja hier glasklar. Aber das reicht eben nicht. Was ich mir wünsche, ist, dass ich meine Frau auf eine andere Art nochmal in mich verlieben kann. Das wünsche ich mir. Ja, und da muss man halt fragen, funktioniert es so, wie ich es bisher gemacht habe, obwohl es immer wieder die gleichen Ergebnisse zeigt? Nein, also muss man eine andere Herangehensweise hier starten. Die Leute denken dann immer, wir sind das unglaubliche Traumpaar und sehen überhaupt nicht, dass wir vielleicht Probleme haben oder gerade im Streit sind. Wie geht's dir nach dem erfolgreichen Auftritt, mein Schatz? Und wie geht's dir auf dieser Liege? Ich lache mich kriegelig. Ja. Das ist zum Beispiel auch echt gemein, dass Paula sich wirklich lieber von Mama wecken lässt. Beta Baby! Beta Baby! Und da sehen wir ja genau das. Warum lässt er denn das machen? Ja, weil er nicht den Rahmen vorgibt, weil er diesen Buckdackel Frame auch innerhalb der Familie hervorbringt. Auch wieder dieser Klassiker, ne? Dass man hier den ja, leichten Aggressor und diesen Co-Abhängigen hat. Hier die Frau immer mehr auf wütend, nörgelnd und er immer so, ja, mal ist halt jetzt so ungut, weil das eben auch Kinder, vor allem die Jungen, wenn hier einer da wäre, zu den dressierten Beta-Leinengezwungenen hervorbringen würde. Ich schläf doch lieber bei Mama. Ich schläf doch lieber bei Mama. Es ist bei uns, ne? Ich schläf hier auf dem Ausstellbett. Ja. Und die Tochter bekommt das Familienbett. So. Ja, da ist er derjenige, der dann hier, du darfst im Nebenraum schlafen, gell? Und er lässt es ja dauernd mit sich machen. Muss man auch sagen, dass der Beta ja meint, okay, ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich irgendwann meinen Leckerli, dass man hier auch dann reziprozitär belohnt wird. Der Klassiker halt. Das ist natürlich total förderlich. Ich habe mich schon dran gewöhnt, ja. Also Rafa, ich glaube, du hast auch was damit zu tun. Du kannst das auch entscheiden. Ich kann das entscheiden. Ja, ich glaube, das ist nicht deiner 10 geringen. Absolut. Doch durchsetzen. Könntest, wenn du wolltest. Ja, wenn ich wollte. Aber ich will gar nicht. So Verfahren in seinen Mustern, dass es helfen kann, wenn mal jemand von außen drauf guckt. Und uns fehlt die Kommunikation miteinander. Ja, die offene Kommunikation fehlt. Deswegen fahren sie jetzt ja auch glücklicherweise zur Paartherapie. Therapie ist jetzt wirklich so eine Reißleine. Ja, wir möchten Sie bitten, getrennt voneinander erstmal uns zu erzählen, wie es Ihnen nach der letzten Stunde ging, was Sie mitgenommen haben, was Sie beschäftigt hat und wie Sie mit der Hausaufgabe umgegangen sind. Wer fängt an? Also den Spaziergang haben wir nicht geschafft, weil wir wieder in Arbeit ertrunken sind und unser Kind krank wurde. So geil, ne? Wie Sie dann so empfehlen. Ja, Sie, gehen Sie doch am besten mal auf einen Spaziergang. Dann geht die Flamme wieder an. Ja, wobei ja genau das Gegenteil sagen muss. Ja, Abstand braucht es, ne? Netter und aufeinander hocken, nicht diese Vorhersehbarkeit, weil genau das andere dann, vor allem dann auch in Verbindung mit der schwarzen Sprache Mordors, auch nochmal gerne hier oben, das bringt Anziehung. Und vor allem, wenn der Mann dann wieder hier auch größeren Zielen hinterherläuft, nicht die ganze Zeit bei der Frau ist, auch andere Frauen kennenlernt und da diese Frauen halt nur kennt, das erschafft schon bei der Frau, oh, der hat ja auch andere Damen, die ihn interessant finden. Aktiviert das sogenannte Female Mate Choice Copying und sie findet ihn drastisch wieder attraktiv, ohne dass man überhaupt irgendeine Art der offenen Kommunikation angewendet hat. Aber sowas hörst du natürlich nicht bei deinem Paarberater, weil es macht natürlich wie immer kein gutes Gefühl im Bauch. So, dass wir dann nochmal so eine Aufgabe hatten, die ist jetzt zu Hause und hat Bauchschmerzen und es war alles sehr eng. Das ist ja ein bisschen absurd, dass man das nicht hinkriegt, ja? Aber es passiert. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch richtig brutal. Da ist so ein Arbeitswochenende, vielleicht sogar in einer anderen Stadt und man denkt, ah, man hat irgendwas erlebt und am Montag, Paula ist in der Schule, merke ich, wie ich so eine, ich will nicht sagen Depression, aber bin ich so leer. Ja, der sogenannte Beta-Blue-Pill-Blues, das ist halt genau das, wenn er sich selber aufgegeben hat, wenn er selber so zum dressierten Mann geworden ist,
dann spürt er sich natürlich nicht selber, weil er überhaupt nicht mehr synchron damit ist. Und das ist natürlich kein Wunder, dass er sich dann hier diesbezüglich auch nicht so ganz toll fühlt. So platt, und dann geht es ja quasi ohne das Wochenende einfach weiter. Und dann manchmal kommt dann wieder das Nächste. Wenn Sie das so sagen, sehen Sie richtig traurig aus. Also ja, als ob Sie gleich auch anfangen könnten zu weinen. Also genau, ja, am besten mit seinen Emotionen jetzt im Reinen sein und dann vor allem der Frau am besten noch was vorheulen. Weil das ist natürlich männlich, diese Verletzlichkeit. Und das ist ja dann auch das Nächste, was sie dann meistens rausklatschen. Und das finden Frauen ja in der Masse sehr unattraktiv. Wobei es natürlich wichtig ist, als Mann hier sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen und diese zu integrieren. Auch mal beleuchtet, wie man das macht, ohne dabei zur Frau zu werden, hier oben. Trotzdem musst du ja hier, wenn du die Beziehung wieder anfachen willst, diese Randpunkte der Red Pill dann auch anwenden, wie man jetzt dann noch sehen. So angestrengt ist das Leben, ne? Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wie lebt ein Paar, was miteinander arbeitet, was eine gemeinsame Firma hat und eine Familie hat? So, wie kriegen sie hin, trotzdem ein Paar zu sein? Oder wie schwer ist das, ein Paar zu bleiben? Wenn wir unterrichten zusammen, dann sind wir oft ein Spiegel unserer momentanen Beziehungssituation. Mhm. Man steht ja vor den Leuten und ja, präsentiert sich. Genau. Und das ist ja, wie gerade man gehört hat, dieser Knackpunkt, wenn man da dauernd aufeinander hockt. Und hier müsste man ein Wochenende oder mehrere Phasen haben, die man dann auch schafft, wo man keinen Kontakt hat, wie man jetzt dann auch gleich sehen. Und das hat mal lohnt, mal so eine Dynamik. Manchmal ist es so, dass ich hinterlege, oh, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Und gestern war das sehr schön. Lag das daran, weil Ihr Mann perfekt war oder weil Sie mit anderen Augen und Ohren dabei waren? Nee, der war noch nie perfekt. Und da sehen wir schon, welches Bild sie von ihrem Mann hat. Ja, oh, der war noch nie perfekt. Hm. Auch halt leider diese Strichlisten. Oh, jetzt erfüllt er das nicht mehr. Oh, mein, oh ja, und so weiter. Aber trotzdem, der Beta ist ja so voraussehbar. Und das finden die meisten Frauen eben so unattraktiv. Und deswegen läuft es ja auch nicht mehr, wenn es um den Spaß auf den horizontalen Ebenen geht. Was? Wir sind über 10 Jahre zusammen und wir müssen auch funktionieren in ganz vielen Situationen. Da ist nicht die große Leidenschaft. Die Leidenschaft beginnt ja, wenn eigentlich, sag ich mal, wenn keiner zuguckt. Also wenn die Arbeit getan ist. Wenn unser die Leute haben auch das falsche Bild, ja, dass man dann, oh mein, die rosarote Brille, die bleibt für ewig da. So ist es ja nicht. Aber trotzdem, dieses massive Aufeinanderhocken, was man bei denen sieht, führt dazu, dass sie vor allem keine Lust mehr hat. Wirklich intimes Paarleben beginnt. Und das ist uns abhanden gekommen. Ja, mir fehlt die Paarbeziehung, mir fehlt das. Ja, aber ich glaube, es wäre mal spannend, das zu definieren. Was ist denn die Paarbeziehung? Wo kommt die denn her? Wo kommt denn da die Leidenschaft her? Die Beilerei natürlich, was für eine Frage. Das ist halt wieder in diesen Euphemismus verpackt. Aber hier geht es natürlich um Bunker. Aber gerade wenn Paare hier wieder aktiver Spam, dann schüttet das natürlich viel mehr die Bindungscocktails aus, die guten Gefühle, und das verschweißt er wieder und baut er erst wieder Intimität auf im Vergleich zu dem ganzen Gelaber da. Weißt du? Also weil für mich ist es nicht Sex, das ist Leidenschaft. Pups, du springst ins Bett und da war dann die Leidenschaft. Das ja, sekundäre Rationalisierung oder halt auch mit dieser Tugend, na, so banal kann es natürlich nicht sein, aber das ist ja genau das, woraus erst diese Cocktails entstehen, aber das können ja viele Frauen nicht reflektieren. Das nicht, ich finde, die entsteht. Und aus was entsteht sie? Das sind ja dann wieder diese Fragen, ja? Da muss man erstmal die Kausalkette hier kennen. Generell, es ist gut, wenn wir Führungskräfte den Kopf bei uns lassen. Dann hat sie auch Platz. Wenn wir, weil wir dieses Bild ist, ich will Nähe, ich will Nähe, ich will Nähe, ja? Dann kommt es teilweise zu einer Kopfführung, ja? Und je nachdem, wenn es zum Beispiel Stirnplatten sind, oder das tut dann richtig weh. Und das kapiert er nicht in der Beziehung, ne? Beim Tango-Tanzen kapiert das, ja? Die Führungskraft, was ja meistens der Mann sein muss, weil es Frauen so attraktiv finden, aber natürlich wie immer leugnen. Der muss führen, der muss den Frame, den Rahmen vorgeben. Dann ist es sehr interessant. Aber vom Tanz kann er das nicht auf die Beziehung übertragen, weil er ja da plötzlich wieder in so eine Sohnemann-Rolle kommt. Was wirklich? Ne? Und dann sagt man, ich tanze Tango, aber ich sag dir irgendwie, das ist, ja, also nach 3 Tänzen ist, ne? Okay, und das wollen wir einfach euch bewusst machen. Ja, und das denkt sich seine Frau, oh mein, du bist so ein Leingezwungener, wenn du da und so ein Buckdackel bist, oh, mein Nacken, Beziehung übertragen, tut weh. Und das sind halt dann leider so Dinge, die man immer wieder aufzeigen muss auch. Ja, diese Gespräche mit den Therapeuten sind echt spannend. Und auch immer wieder zu hören, ja, das ist so. Das geht nicht nur Ihnen so. So langsam kommen wir. Und das ist typische Sklavenmoral, die ja auch von den Paartherapeuten und ihren Tipps vertreten wird. Ja, das ist ja in jeder Beziehung so. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Eben nicht, weil diese beknackten, nicht hilfreichen Tipps, die ja verteilen, dieses politisch korrekte Geschwurbel, führt natürlich dazu,
dass alle Beziehungen so beknackt sind. Deswegen muss man ja auch hier diese Dinge mit reinfaktorieren. Wir haben in eine Phase, wo ich total den Glauben wieder zurück habe und wo ich mich freue und wo ich aber auch weiß, wir sind gerade so, wir haben die ersten zwei Schritte gemacht. Ja, aber glaubst du nicht, also es gibt kein Ende. Wir sind ständig auf dem Weg. Also ja. Beziehung ist immer auf dem Weg sein. Ja. Also das ist einfach auch, um klarzumachen, dass dieses Bild, was man so hat von Paar, dass es nicht der Realität entspricht und dass es, je länger man zusammen ist, dass man so Abnutzungserscheinungen hat. Ich finde wichtig, dass man darüber spricht und dass man, so wie das bei uns ist, dass man sieht, dass es, wenn beide wollen, dass es auch einen Weg wieder zueinander gibt. Also, da hat er definitiv einen Punkt, weil man muss ja auch sehen, okay, das ist immer eine Entwicklung. Manchmal entwickelt man sich zu sehr auseinander und dann muss man halt hier den Schlussstrich ziehen. Aber trotzdem, diese Dynamiken der Betaisierung muss man als Mann gegensteuern, wenn man hier wieder mehr Feuer in die Beziehung bringen möchte und halt dann auch für Abstand sorgen, weil meistens von der Frau kommt da nichts. Da kann man hoffen, bis man schwarz wird. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir gar nicht von Liebe gesprochen. Wir hatten eine heiße Affäre. Sehr relevant, ne? Als sie sich kennengelernt haben, haben sie nicht hier von Liebe gesprochen oder über die Freundschaftsschiene und so, diesen ganzen Schwachsinn, sondern es ist gleich richtig losgestartet mit der Affäre. Das war da, hier, bam, bam, bam. Und deswegen hat sich das ja auch dann so entwickelt, dass das Ding funktioniert. Im Laufe der Jahre, nach Paulas Geburt, so schleichend, haben wir immer weniger miteinander, also Sex gehabt. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht berühren oder auch kuscheln, aber dass wir wirklich miteinander schlafen, wurde immer weniger. Ja, und das schüttet ja dann auch weniger Bindungshormone, Spaßhormone und den Rest aus, wodurch ja erst noch mehr Intimität aufgebaut werden kann und dann halt auch gar nicht mehr Streitverhalten kommt, weil die Bindungscocktails im Gehirn da sind, dass vor allem die Frau nicht mehr in dieses Nörgeln reinkommt. Und das ist ja eher mit Verantwortung und kann ja mit zaubern, wenn man so möchte. Auch wenn man Kinder hat, muss man nicht die ganze Zeit aufeinander hocken und sich überspitzt gesagt beim Hinternwischen zuschauen. Und es wurde dann so wenig, dass ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich angefangen habe, das nicht nur zu bemerken, sondern darunter zu leiden. Und eigentlich schon seit längerer Zeit würde ich es mir anders wünschen. Ich begehre meine Frau und arrangiere mich damit. Und die Betas, die arrangieren sich immer damit, die leben damit und leiden im Stillen, weil sie sich ja nicht trauen, aufzubäumen und mal zu sagen, was Sache ist, dann versuchen sie irgendwann mal, du, mich jetzt so schlecht, bitte, wie oft muss ich die Spülmaschine ausräumen, damit ich einmal Bunker kriege? Und das sind halt solche Dysfunktionalitäten, die halt leider dann nicht ziehen oder dann noch schlimmer zur Paarberatung zu gehen. Aber es ist natürlich schwer. Was habe ich dann mit einer Beziehung, in der Sexualität abwesend ist, obwohl wir ansonsten eigentlich ein tolles Paar sind? Ja, typisch diese Vorhalterei auch, die man bei den Betas dann sieht, in der Hoffnung, dass da dann irgendwas daraus resultiert. Wie soll sie denn das auch scharf finden, wenn der Mann so resignative Schwäche und dieses resignative Jammern dann auch immer wieder hier rauslässt? Ja, ich habe das Gefühl, ich kriege so die schwarze Peterkarte und diese Idee, na, wir sind doch sonst ein tolles Paar, das ist das Einzige, was nicht stimmt. Das stimmt ja auch so nicht. Und die Therapie, als wir die angefangen haben, war auch nicht, wir machen jetzt eine Therapie, weil bei uns der Sex fehlt und ansonsten sind wir so ein tolles Paar. Das ist aber trotzdem ein signifikanter Punkt und hier zeigt sich auch eine essentielle Wahrheit. Anziehung ist nicht verhandelbar. Egal wie viel man quatscht, egal wie viel er offen kommuniziert und diesen ganzen Rotz, was man da aus dem Mainstream hört, bringt nichts, dass sie das intrinsisch erregend findet, sondern erst, wie vorhin gesagt, wenn hier wieder dieses Zwiebelprinzip, oh mein, da ist was Neues, Spannendes dabei. Da kann man wieder was Neues entdecken. Ist der jetzt von anderen Frauen auch gewollt? Und was ist das? Oh mein Gott, Drama, das schmeißt den Hamster an und somit wieder die Sexualität, um ihn wieder zu binden. Ja? Die alte Heuristik heißt, Frauen nutzen Bunga, um Beziehungen zu bekommen. Männer nutzen Beziehungen, um Bunga zu bekommen. Und hier sehen wir das ja. Sie hat ja die Beziehung. Es ist ja ein absolut sicherer Hafen und er ist ja so voraussehbar. Warum also noch hier Bunga Bunga machen, ja? Das ist auch hier eine wichtige Dynamik. Sondern da ist eine Menge abhanden gekommen, was eine gute Beziehung ausmacht. Es gibt wenig Momente der echten Begegnung und der wirklichen Neugierde aufeinander. Das ist feminin korrekt, ja? Diese Ungewissheit dahinter, was sie sich dann wünscht. Miteinander schlafen hat was mit einem Gefühl zu tun und das muss entstehen können. Und wenn das nicht da ist, passiert es eben nicht. Aber ich spüre unglaublichen Druck immer wieder, weil ich schuld bin, weil ich diesen Teil sozusagen nicht einlöse. Und mit dem Druck geht es natürlich erst recht nicht. Und das ist ja genau das, ja, klassischer Beta-Move, dass er dann Druck macht, so, oh, du, was, fixst jetzt, lauft's nicht. Und dann bin ich bei einer ganz doofen Schleife. Nee, jetzt kann ich nicht. You still live with your mother? Ja. Beta! Siehste, typischer Beta-Move, also wirklich Cringe-Faktor 50.000. Im Großen und Ganzen geht's uns viel besser, aber das diffizile Thema ist einfach die Intimsphäre zwischen mir und meiner Frau.
Deswegen fände ich es toll, wenn Sie mir da Ratschläge geben können, was ich tun kann, damit meine Frau Lust auf mich bekommt. Und dass ich mich da nicht so verhalte, dass sie sich quasi immer wieder abwendet. Und das ist ja so ein Muster, was wir haben. Ne? Viele Kränkungen. Genau, es gibt Kränkungen und mein Selbstbewusstsein ist so zerbröselt, meine Sicherheit. Ich bin da einfach immer wieder mal ratlos. Ja, und abwarten, ewiges Abwarten, habe ich auch schon die Phase. Also es nützt leider auch nichts. Also zu warten ändert irgendwie gar nichts. Da habe ich gedacht, na ja, dann, wenn man jetzt mal so ganz viele Monate wartet, dann merkt der andere schon, dass man eigentlich selber Geduld üben kann, aber es ändert leider gar nichts. Das ist ja das. Sie weiß ja ganz genau, warum er wartet, warum er so durstig ist. Wie so ein Hund, der unten am Tisch sitzt, der erwartet, dass mal Leckerli was vom Essen auch runterschmeißt, ja. Sowas finden doch die Masse der Frauen überhaupt nicht interessant, aber trotzdem sagt man, oh, du, auf Augenhöhe. Für die Katze. Und ich würde so gerne jetzt die Führung übernehmen und sie so sanft mitnehmen. Aber irgendwas fehlt mir da. Wie machen Männer das? Ich würde mal was gerne was experimentieren. Jetzt kommt's. Also ich gebe mal meinem Impulsraum, was ich denke, was passen könnte bei Ihnen. Ja? Und wie fühlt sich das an? Ah. Also Kontakt aufnehmen. Ja. Mhm. Und sowas machen die dann bei der Paartherapie. Oh, na? Und jetzt so? Kriege ich jetzt ein Leckerli? Ist nicht unangenehm. Nicht unangenehm, Gott sei Dank. Ist es eventuell angenehm? Ja. Ja. Peters im Blindflug. Machen, was mir irgendwie eine Sicherheit gibt. So, ich bin die Fummler. So, ich muss dann zuppeln, ein bisschen. Kommt mir ehrlich gesagt entgegen. Mache ich auch gerne. Ja. I don't know. I feel like a beta. You are a beta. Beta. Da weiß man ja schon, warum es nicht klappt, ja? Die geben so Tipps, ja, oh, ja, ein bisschen zuppeln und macht dich das schon geil? Quasi nonverbale. Ja, körperliche Impulse, die erstmal nicht zielgerichtet sind, in eine bestimmte Richtung gehen. Sondern wie soll denn das wirken, wenn sie von Grund auf schon diesen Druck dauernd spürt und ihn dauernd um sich rum hat und er dann auch noch so ein Leingezwungener ist, ja? Frauen wollen doch hochschauen zum Mann, sehen wir bei den Mechaniken der Bungawellen-Selektion die Schöne und das Biest. Und wo ist der bitte hier irgendwie ein Biest? Wo hat der irgendwie Zähne, wo er beißen kann, wo er irgendwie Spannung hervorruft? Da läuft ja nichts, da kannst du lang zupfen, wie du willst, das bringt ja nichts. Und in Richtung Kontakt. Bin ich ja eigentlich Profi. Von dir kommt das halt oft als so ein konkreter Anspruch, so jetzt hier, ich will. Und ich denke immer so, dann lass uns doch irgendwie eine schöne Zeit haben, die das einbettet. Also lass uns in eine schöne Stimmung bringen oder eine schöne Atmosphäre. Und das ist ein wirklich guter Tipp von ihr auch, ja? Dass sie ja sagt, ja, es soll einfach so passieren, eingebettet in einer Atmosphäre, dass man zum Beispiel hier ein Wellness-Wochenende macht, ohne dass man dann im Kalender reinschreibt, oh ja, da haben wir dann Spaß, Bunga Bunga, wie er sich dann freuen wird, wie der Hund, der hechelt, oh, dann gibt's endlich mal was vom Hähnchenflügel ab. Und das ist ja das, die Frau kommuniziert ja in der letzten Instanz wirklich direkt, das ist das, was ich will. Und diesen essentiellen Wink mit dem Zaunfall nimmt er leider nicht an hier. Wo sowas überhaupt entstehen kann. Also oder schlicht und ergreifend, Männer können immer und überall und die Frau hätte halt gern, dass man sich wohlfühlt, dass man was Tolles zusammen erlebt oder so. Ja, so. Oder so, ja. Da muss sozusagen das Zahnrad erst nochmal adjustiert sein durch die vorher angesprochenen Dynamiken, die man später auch nochmal genauer sehen kann. Ein wunderschönes Klischee von den Therapeuten, aber ich glaube, sowas ist es eben bei uns. Das passiert viel zu selten. Es ist viel zu selten eine Gelegenheit, wo ich entspannt bin. Und dabei geht es ja nicht um das Entspanntsein, ja, wie diese Blue-Pill-Therapeuten sagen. Es geht ja darum, um die Ungewissheit, um die Spannung vor allem, durch den Abstand, was macht er jetzt, oder dass er halt wieder an sich selber arbeitet, dass er wieder zu dem Typ wird, zu dieser heißen Affäre, mit dem sie damals angefangen hat, sich zu verlieben. Das ist ja das. Er ist ja nicht mehr der Typ, in den sie sich ursprünglich verliebt hat. Sehr essentiell. Lust habe. Also ich brauche nicht so viele bestimmte Umstände. Also ich kann auch nach einem stressigen Tag Lust auf sie haben. Oder ich kann auch, wenn Paula ins Bett geht, sagen, das wäre jetzt super. Ja, aber das hilft ja nichts, wenn man da hier diese männliche Dynamik beschreibt und auf die Frau projiziert, weil das eben nicht funktioniert. Ja, Männer sind wie Kippschalter 0 und 1, kann es losgehen. Frauen brauchen ja dieses Feintuning, was durch die schwarze Sprache Mordors induziert werden kann. Ja, ich bin ein Mann, ich kann immer und überall. Warum will sie denn nicht? Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so, wie ich das sage? Ja. Ich finde meine Frau toll. Ich sag dir das auch nur künftig ständig. Ist doch egal. Ja, und das ist ja genau das. Da tut sie ihren Unmut ja genau deswegen auch zu Recht äußern, weil er hier das eben nicht kapiert in diesem
Blue-Pill-Idealismus. Was will die denn? Oh Gott, ist die kompliziert. Was will die? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn du sagst, dass ich so bin. Bader! Ja, wenn du sagst, dass ich es bin. Mit dir einfach gucken. Kuscheln. Nee, gucken, in Kalender gucken. Kamera aus, kuscheln. In den Kalender schauen. Ich habe hier den Kalender 2017 vor mir. Was? Ich höre schlecht. Und diese Bedürftigkeit, diese Neediness, wie sie heißt, ist total unattraktiv. Oh, Clemmy, Clemmy. Ja, auch wieder co-abhängige Teiltendenzen, typisch für Betas auch korrelierend, dass man sich denkt, ach komm, jetzt da. Jetzt muss es doch endlich mal klappen. Hat zwar die letzten 100 Male schon geklappt, aber jetzt da zeige ich dir doch, wie sehr toll ich dich doch auch gerne habe und dich dann auch aufs Podest heb. Bitte belohne mich doch endlich dafür. Klappt aber halt nicht. Du bist jetzt Familienplanung. Familienplanung. Und doch noch ein Kind. Super. Verabreden uns jetzt in 4 Monaten. Ja, aber wir tun es, Raphael. Ja. Und wenn wir es jetzt nicht tun würden, dann hätten wir irgendwann Februar, dann hätten wir wieder keine freie Zeit. Ja. Hätten wir uns ja, dann machen sie schon mal in 4 Monaten so einen Plan. Ja. Oh, du, um 13.15 Uhr, genau an dem Tag, dann bin ich plötzlich von 0 auf 100 gleich magisch angemacht. Obwohl es ja vorhin gesagt hat, funktioniert hat. Aber trotzdem, das ist halt dieses Blue-Pill-Weltbild, dass man denkt, ja, aber beim Therapeuten, der studiert, der hat gesagt, oh, mach mal an dem Wochenende sowas, oh, dann klappt es. Anziehung ist aber leider immer noch nicht verhandelbar. Halben Jahr hingesetzt und für jetzt was verhandelt, hätten wir vielleicht auch was. Ja. Ne? Und was ist, wenn wir unter der Woche einen, zum Beispiel jede Woche einen Abend gemeinsam für uns festlegen jetzt? Dass wir uns hinsetzen und dann wirklich miteinander sprechen. Ja, du, am Dienstag 19.30 Uhr haltest du das schon mal frei, gell? Da redet man miteinander, offene Kommunikation. Und dann hast du das attraktiv zu finden, gell? Das muss halt eine Zeit sein, wo Paula nicht da ist, damit ja. Und das ist ja das, ne? Normalerweise müsste man hier viel eher rangehen. Er muss sich mehr entfernen. Er muss wieder Fitness aktiv aufs Leben zugehen, nicht dauernd so an der Frau dranhängen. Und dann ist die Anziehung viel eher da. Durch diese vorher angesprochene Ungewissheit, dass er auch andere Frauen haben kann, aber diese Option nicht exerziert. Das ist ja das, was Frauen ja am interessantesten finden. Unabhängig davon teilen sie sich natürlich viel eher den betrügenden Bad Boy als den treuen Beta, ist ja ganz klar. Obwohl es natürlich auch hier geleugnet wird. Aber trotzdem, wenn diese Grundkomponenten wieder gegeben sind, dann kann man sagen, ah du, ganz unverbindlicher, komm, entspanntes Wellness-Wochenende da. Und dann kann die Magie passieren, wenn vor allem vorangehend viel mehr wieder Luft da gewesen ist, Abstand, damit auch die Flammen wieder angehen können. Wir waren schon lange nicht mehr so fettkrank. Und jetzt hat es uns mal so richtig ins Bett genagelt. Ja, und was heißt das für unsere Beziehung? Eigentlich muss jetzt gerade selber jeder so nach sich gucken. Jetzt ist es aber trotzdem wieder aufeinander hocken und noch mehr aufeinander hocken natürlich, weil das genau das Tolle ist. Jetzt. Besser geht, gucke ich natürlich jetzt mehr nach Susanne und schaue, was sie braucht. Das ist so selten. Ja, komm, lass mich dich pflegen und so weiter. Immer auch diese Zwangsbeglückungsaspekte von diesem Beta-Mindset, was damit oftmals auch einherkommt. Ich mal 3 Wochen am Stück frei habe und das versuche ich mir freizuhalten. Und dann gehe ich nach Buenos Aires zum Tanzen. Und Rafael macht das gleiche im Februar, März. Und das ist ja schon mal was Gutes, ne? Dass sie dann ein bisschen endlich mal nicht aufeinander hocken. Wobei, da wäre ich schon sehr vorsichtig, wenn er so bedürftig ist und sie auch sagt von sich aus, du, ich brauche jetzt Abstand, dass das nicht der Karl Donner-Lörres dann ist. Das ist so meine Auszeit im Jahr. Die Zeit, ich nenne das immer die Zeit ohne Verantwortung. Oh, die Zeit ohne Verantwortung. Oh, oh. Karl, ich höre dir trapsen. Auch kuscheln. Wird auch kuscheln. Wird auch kuscheln. Ach, jetzt mal auf hier. Beta! Richtige, krasse Beta-Moves. Auch diese Co-Abhängigkeit, ja. Wie vorhin gesagt, er ist fast schon wie der zweite Sohn im Haushalt oder der erste Sohn. Ja, Mama, Mama, kuschel, kuschel. Kein Wunder, warum das die Frau nicht scharf findet. Ach, oh Gott. Kommst du klar ohne mich? Ich kam schon immer klar, auch ohne dich. Doch, komm. Allein schon die Frage, kommst du klar ohne mich? Klammer, Sohnemann. Absolut ungute Beziehungsdynamiken, wenn sich da die Leinengezwungenen so dressieren lassen. Ich kam super klar, frag Paula. Wo komme ich nicht wieder? Ich kam super klar, frag doch unsere Tochter. Auch schon diese Dynamik, ja, dass die Tochter wird dann zum kleinen Erwachsenen fast schon erhoben, die dann hier auch so, ja, der Papa, der war ganz selbstständig. Du wolltest doch immer jemand, der alleine klarkommt. Ja, will ich auch. Sagst du, kommst nur wieder, wenn ich nicht alleine klarkomme. Hör dir mal zu. Beta Move! Weil er versucht, mit Logik an die Frau ranzutreten. Gerade, schau mal, hier ist ein Widerspruch. Einmal sagst du das, einmal sagst du das. Hör dir mal zu. Auch dieses Vorhaltende, oftmals leider auch hier
bei den Blue Pill Betas Leinengezwungenen zu sehen, weil das versucht ja ihre logische Ebene, ihr Ratio zu verändern im Vergleich zu ihren Gefühlen. Aber man muss ja die Gefühle, die Emotionalität nach oben hauen, damit hier wieder was geht, weil diese Vorhalterei treibt die Frauen bloß noch mehr in die Hände vom Karl Donnerlörres. Deswegen ist er auch hier am Flughafen. Susanne hat mir vor ein paar Tagen eine total beknackte E-Mail geschickt. Hallo Rafa, hier schreibt deine Geschäftspartnerin und Kollegin und Tanzpartnerin Susanne. Ich hoffe, das hier ist ein Entwurf, den du mir zuerst geschickt hast und noch keine Tatsache. Hallo mein Schatz. Was? Du musst mal deine E-Mail nochmal laut vorlesen, im Ton. Und es ist ja auch spannend, wie Frauen hier dann auch aggressiv werden, wenn sie merken, oh verdammt, der ist so beta. Das ärgert mich, der soll sich endlich verändern. Aber da sehen wir auch wieder, das kapierst doch einfach Prinzip. Die Frau will ja, dass der Mann einfach plötzlich wieder so ist im Vergleich zu dem, dass sie das ihm sagen soll. Ja? Das gleiche Beispiel wie oftmals gesagt, ja, wenn du jemand sagst, ja, du lieb mich doch mehr, dann hat es ja überhaupt nicht die gleiche Wirkung, wenn der das dann macht. Es soll ja einfach so sein und genauso auch hier, der Mann soll ja einfach wieder der toxische Alpha-Mann sein, dominante Mann, den sie ja so interessant finden. Und zwar so, dass sie das nicht ihm sagen muss, weil dann zählt es ja nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Ich hatte das Gefühl, wenn ich den Ton der E-Mail lese, da kommt jetzt nicht meine Frau, sondern da kommt irgendwie hier spricht und Geschäftspartner. Nee, ja, aber nee, warte mal. Und das ist ja genau das, diese Beta-Vorhalterei schafft ja bloß noch mehr Barrieren bei der Frau. Und sowas muss man dann mit zustimmendem, überspitzenden Verhalten auf die Schippe nehmen, damit das wieder so dieses herabschauende Necken ist. Ja, du bist ja schon ein richtiger Chef, gell? Und halt dieses typische, ja, spielerische Runtermachen, was ja, oh, das ist ja ganz böse Manipulation. Obwohl es ist, wenn er einfach so ist, natürlich sehr interessant finden. Ich denke, du bist halt in einer Beziehung mit mir und dann denkst du, naja, da mache ich das einfach, frag sie gar nicht, ich mach's einfach. Und das hättest du vielleicht mit jemand anderem nicht gemacht, mit dem du nicht in der Beziehung bist. Es tut mir auch leid, aber dein Ton in der E-Mail, dein Ton ist wirklich, da drückst du bei mir auf die richtigen Knöpfe. Wenn du willst, dass ich die Decke hochgehe, dann schreib mir solche Mails. Weil in meiner Situation, wie ich jetzt den Laden zusammenhalte, ist es genau das, das habe ich dir versucht zu sagen, was mir überhaupt nicht hilft. Weil da kommt nämlich eine Vorwurfshaltung, die ich gut kenne und das ist gerade das, was ich nicht brauche. Und er wirft ja trotzdem selber immer sehr viel vor, ne? Das darf man ja hier auch nicht außer Acht lassen. Typisch ist in unserer Kommunikation, wenn ich dich irgendwo kritisiere, dann gibst du deine Hände und sagst, okay, ich mach's jetzt gar nicht mehr, mach du doch. Weil das auch dieses Kindliche, ja, oh, jetzt habe ich Kritik erfahren, jetzt bin ich beleidigt, auf Wiedersehen. Das sind halt auch ungute Dynamiken, die sich ja, wie vorhin gesagt, ja hier mit diesen Co-Abhängigkeits-Grundtendenzen von den Beta-Babys oftmals widerspiegelt. Das so typisch ist. Das ist, glaube ich, auch keine Lösung. So kann man ja nicht in Kommunikation gehen, wenn man dann gleich sagt, also dann mache ich es eben gar nicht. Aber das Problem ist, dass ich also finde... Darum geht's ja nicht, weil du willst es ja gut machen und als deine Geschäftspartnerin wünsche ich mir das, dass wir Sachen... Jetzt warte ich mal, bis die Mama ausgesprochen hat. Aufteilen. Und vor allem ist es ja die Geschäftspartnerin, ne? Und man hört ja immer dieses Gebrabbel von Augenhöhe hier, Augenhöhe da. Und das ist ja kein Augenhöhe-Verhältnis, weil sie die Hosen ja anhat und er der Leinengezwungene in der Beziehung und auch in der Geschäftsbeziehung ist, wie wir gerade hier gesehen haben. Nee, noch nicht ganz. Gut. Aber ich habe dann natürlich in den 3 Wochen... Das sind halt solche Sachen, ne? Sehr, sehr wichtig, auch gerade nochmal hier aufzuzeigen, wie wichtig das als Mann ist, den Frame von Anfang an vorzugeben, den kognitiven Deutungsrahmen, wie man sagt, dass der Mann halt der Dominantere ist, weil das ja auch, wenn die Frau dann dagegen immer wieder versucht, ein bisschen in der Beziehung zu pushen, gerade doch das ist, was sie intrinsisch so scharf dann auch findet. Weil ansonsten sieht man halt immer wieder diese Dynamiken des bungalosen Liebeslebens. Als Susanne weg war auch, bin ich auch tanzen gegangen und hatte Spaß. Und habe jetzt auch ganz viele, in Anführung, neue Leute kennengelernt, weil ich auch nie unterwegs war. Und es war schön. Und da sehen wir jetzt wirklich, kommt langsam endlich der Wandel aus diesem Beta-Buckdackel-Mindset raus. Mehr in das, ja, ich muss mich wieder auf mich selber mehr fokussieren. Ich muss wieder der Typ werden, der ich früher mal war oder sich auch neu entwickeln, nächste Stufe anzielen, anstatt dauernd immer an der Zitze dran zu hängen. Jetzt überspitzt gesagt, aber das sind oftmals solche Tendenzen, die wir ja hier sehen. And it's okay to be a beta, to know that you're a beta, and then you overcome being a beta. Staunend, dass ausgerechnet, wenn ich weg bin, du anfängst tanzen zu gehen, weil ja, ich habe ja schon öfter darüber geredet, dass das gut wäre, wenn immer jemand von uns tanzen geht, das hat gar nicht so. Und als ich weg war, plötzlich fing Raphael an, tanzen zu gehen. Aber das ist ja das, ne? Abstand, Abstand, Abstand. Das schafft dann wieder Spannung, gerade wenn er hier selber nicht den Abstand hat, weil er dann wieder wartet, wie ein Buckdackel. Ja, jetzt gibt es dann bald Leckerli, gell, Schorschi? Nein.
Ja, da heißt dann viel eher für sich selber wieder ins Fitness gehen, all diese Sachen, damit es dann die Anziehung als Nebenkonsequenz oftmals gibt. 3 Wochen genutzt, um zu mir zu überlegen, was ich eigentlich will. Und ich habe tolle Momente gehabt. Ich habe mit sehr vielen attraktiven Tänzerinnen getanzt und habe einfach mal genossen. Komisch, gell? Das ist wirklich dieses böse, manipulative Dread Game, wie es im Englischen heißt, oder auch diesen Abstand halten und dann wieder mehr sozial werden, mehr andere Frauen auch hier, wie wir ja hören, anzutanzen, dann sieht es die Frau wieder und denkt sich, oh, der ist doch gefragt, der ist doch nicht der Buckdackel, für den ich ihn gehalten habe. Kommt eine neue hypergame Evaluierung, sie verbringt im Kopf mehr Zeit, nochmal drüber nachzudenken, oh, der ist doch spannend, oh, der wird von anderen Frauen gewollt, zack, läuft's wieder langsam. Ist mir wieder bewusst geworden, was für mich dazu gehört, dass ich in meinem Leben glücklich bin, und habe gemerkt, ich muss mir das nehmen. Ich will ja nicht fremdgehen, aber ich will meine Sexualität und mein Begehren spüren. Und ganz schön toxisch, gell? Dass der sich wirklich hier traut, sich wieder aufzustellen und das dann wieder komischerweise so verteufelt wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hochgradig interessant gefunden wird. Und wie er sagt, er muss sich hier nicht betrügen oder nebenher zocken, aber Frauen halten sich ja auch immer Plan B-Männer in der Hinterhand. Deswegen sollten sie sich ja auch Männer evaluieren, weil gerade primär von der Frauenperspektive das als hochgradig interessant empfunden wird. Ich habe keinen konkreten Plan, aber ich will nicht in so einer platonischen Bruder-Schwester-Geschichte hängen bleiben und vor die Hunde gehen. Und ich gehe jetzt auch nicht hin und fordere was, sondern ich kümmere mich um mich selbst. Endlich mal eine richtige persönliche Wandlung, wo man ihm auch wirklich Zuspruch geben muss, dass hier wirklich diese langsame Transformation ersichtlich ist. Und ich bin also nicht mehr safe. Und das weiß sie aber nicht. Und ich muss noch einen Weg finden, ihr das zu sagen, so dass sie kapiert, das geht nicht gegen sie, sondern es geht für mich. Und das sehr, sehr essentiell, ne? Wenn Frauen merken, oh, der ist nicht mehr sicher, der ist wieder sehr volatil. Wie vorhin gesagt, wieder diese Zwiebel, man kann was Neues herausfinden. Und all diese Dynamiken, dann kommt wieder diese Anziehung und diese Spannung. Die eine Chance, damit umzugehen. Und entweder könnte sein, dass es ihr Begehren wieder ankurbelt, oder könnte auch sein, dass wir dann merken, wir sind eigentlich nur noch gute Freunde. Also absolut gesunde Geisteshaltung, dass man halt auch sich mehr von der Ergebnisabhängigkeit entfernt. Und das ist ja eben genau das Interessante. Das hat er alles nicht in dieser Paartherapie gehört. Da heißt es, oh, wie wir vorhin gesehen haben, ein bisschen touchy-touchy machen und so. Klappt einfach nicht. War es schon so, als würde Raphael immer um irgendeinen heißen Brei rumschleichen und heißt aber nie mit mir ins Gespräch gegangen und hat sich in sein Buch vergraben. Und ich habe ja gemerkt, da ist was. Da gab es die ganze Ratgeberliteratur plötzlich und jeden Tag Fitnessstudio, jeden Tag Joggen. Ich habe schon gemerkt, dass da was ist. Und da. Ja, habt ihr das gehört? Da hat er zum ersten Mal die Ratgeberliteratur, vielleicht was in Richtung Tomasi Gospel, Red Pill und so weiter gelesen und ist wieder ins Fitness gegangen, hat sich wieder mehr auf sich selber fokussiert und dann fängt es bei ihr langsam an. Lauschen wir mal noch weiter. Was kommt da? Da gibt es doch jetzt irgendeine Entwicklung, irgendeine Veränderung. Ich habe unter anderem eine Person kennengelernt, an der ich beim Tanzen, wo sehr viel passiert ist. Und dann bin ich in einen Rausch gefallen und bin da erstmal nicht mehr losgekommen. Und das sind halt auch wieder leider unschönere Tendenzen, dass er dann wirklich dieser Affäre nachgeht. Und das sind aber trotzdem für Nice Guys typisch, diese Dynamiken, dass sie die ganze Zeit ihr eigenes Bedürfnis unter den Scheffel stellen und hoffen, ja, jetzt da habe ich ihr aber genug gegeben. Jetzt da war ich aber dieser nette, brave Junge. Jetzt müsste doch endlich mal belohnt werden, klappt aber nicht. Doch dann irgendwann wird der Druck im Dampfkochtopf zu groß und das entlädt sich dann in solchen dysfunktionalen Tendenzen wie Affären oder, oder. Und deswegen ja von Anfang an so essentiell, hier die Red Pill zu integrieren. Das habe ich Susanne gesagt und das hat sie sehr getroffen. Ich lag die ganze Nacht wach und mein Herz hat gepocht, bis wer weiß wohin. Ich habe die ganze Nacht mein Herz schlagen hören. Und es war furchtbar. Also ich kann das ist der Kopf kann das noch gar nicht fassen, was der Körper da durchmacht. Trotzdem ist es eine emotionale Achterbahn, die ja durch diesen negativen Spike, wenn man so möchte, hier, sie lag die ganze Zeit nachts wach, dachte an ihn, hat nochmal evaluiert, oh Gott, jetzt zum ersten Mal merke ich wieder Spannung. Und das tritt natürlich einiges in Gang. Und man muss es ja trotzdem, wie vorhin gesagt, nicht durch Affäre oder Betrug erst hervorbeschwören, sondern es reicht schon die Möglichkeit, dass ein Mann sowas überhaupt machen könnte, was ihn so spannend für viele Frauen macht. Obwohl es natürlich wie immer geleugnet wird. Dann war es auch noch so bescheuert, wir haben zusammen unterrichtet und Raphael hat seinen Laptop auf den DJ-Pult gestellt und da war die Facebook-Kommunikation offen mit dieser Frau. Mein Herz ist bei dir und endlich hat sie es kapiert. Hier passiert gerade was Großes und ich tut mir leid, da komme ich nicht mit. Und das ist natürlich ihr gegenüber nicht fair, dass er schon so, ja, obwohl sie ja noch zusammen sind,
auch so zockt im Vergleich, dass er mal klare Kante macht. Sonst heißt es immer offene Kommunikation und oh mal setzen wir uns zusammen, reden wir drüber. Aber bei sowas trauen sie sich dann nicht raus und sagen, was Sache ist. Ne? Das ist ja das. Bei gerade diesen essentiellen Dingen wird nie klare Kante gegeben, weil es könnte ja die Dame eventuell verärgern. Oder vor allem er könnte ja dann keinen Zugriff mehr auf die goldene Vagine haben. Das sind dann genau solche Dynamiken, wo dann die laiengezwungenen Nice Guys hier so im Zaum halten, ja, dass er dann, oh Gott, oh mein, was würde mir entgehen? Diese nicht konfrontativen Verhaltensweisen, die ja auf diesen Verlustängsten und Abhängigkeitsdynamiken wirken. Am gleichen Tag habe ich dich rausgeschmissen, weil mir klar war, das geht dann nicht so wie bisher. Und da sehen wir auch schon wieder, ne? Die wohnen ja in einer Wohnung, sind verheiratet, zu zweit, gleichberechtigt, aber die Frau schmeißt den Mann raus. Wo ist denn da bitte die Augenhöhe und die Gleichberechtigung? Ach, das ist ja so ein mächtiger Patriarch, dass der von seiner Frau einfach rausgeschmissen werden kann. Und das, was ich von dir gehört habe, war, also diese, wir haben drei Säulen im Leben. Das ist einmal unsere Arbeit, das ist unsere Familie und das andere ist die Partnerschaft. Die Partnerschaft, die mache ich jetzt mit jemand anderem, den Rest machen wir weiter. Und das geht natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Ja, da möchte er dann auch das Beste aus allen Welten. Da ist ja klar, dass sie dann da Nein sagt, gerade weil er von so einem Ultra-Leinendackel-Frame kommt und plötzlich die ganze Welt haben will. Das kann er sich in der Position nicht leisten, dass sie dann da sagen würde, okay, passt, mach mal. Und das war aber, glaube ich, die Fantasie, die Raphael hatte. Eigentlich muss ich gar nichts ändern. Nur er fängt jetzt an, sich als Mann zu fühlen und mit einer anderen Person seine Zweierbeziehung zu leben. Und inzwischen ist mir klar, dass es gar nicht funktioniert. Also, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und dass der Preis der Realität ein ganz anderer ist. Und da kauft er aber wieder ihre Realität, anstatt dass er dann sagt, ja, nee, da gab es ja jetzt einiges, wo aber er auch viel beigetragen hat, ne? Muss man auch sagen. Er hat sich ja zum Buckdackel machen lassen. Und er hat ja schön unten immer gewartet, dass er mal ein Leckerli runterfällt, wenn er ganz braver Leinengezwungener ist. Was es wirklich heißt, sich von der Familie und von jeglicher Form des Miteinanders, das wir hatten, über die Jahre wirklich zu verabschieden. Dann hat Susanne gesagt, wir verabschieden uns voneinander. Dann sind wir an den Döllensee in einem Hotel und haben eine sehr, sehr intensive Zeit miteinander erlebt, auch als Paar. Und das ist ja genau das, eine sehr intensive Zeit, da wissen wir gleich, was dahinter steckt. Wenn hier emotionale Achterbahnen da sind, wenn so Spannungen da sind, dann schmeißt es wieder an das Feuer. Dann sind sie da am See und die Frau initiiert die ganze Zeit Bunga Bunga, Spannung, Spannung und so weiter. Und so, was hörst du denn in der Paartherapie? Geschweige denn, dass du jemals solche Erfolge hier mit diesen Blue-Pill-Tipps und Tricks dann erzielen könntest. Zurückkam nach Berlin und eigentlich ja dann getrennt waren, bin ich ins Schleudern gekommen. In diesen drei Tagen hat sich alles so umgedreht. Ich habe zum ersten Mal, vor allem durch dieses Gespräch da am Döllensee, habe ich seine Not erkennen können. Und das ist eine sekundäre Rationalisierung, weil sie hat die Not erst erkennen können, als er wirklich hier andere Optionen hatte, als er nicht mehr der sichere Hafen war, als hier Ungewissheit vorhanden war und sie reevaluiert hat, okay, der ist ja doch nicht der, der er dauernd vorgegeben hat zu sein, der hat ja doch noch mehr Potenzial, Ambitionen und wird von dieser anderen Frau da gewollt, was die ihm ja geschrieben hat. Oh mein Gott, emotionale Achterbahnfahrt, ich bin wieder dabei. Das sind aber genau diese Dynamiken. Und wie vorhin gesagt, man muss nicht Betrügen oder Affären haben. Trotzdem, sobald eine Frau merkt, dass man von anderen Frauen gewollt wird und man wieder mehr Abstand auch hat und nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit, aka die Währung der weiblichen Ebenen hergibt, dann muss sie ja zwangsläufig wieder die Bungaoelle Aufmerksamkeit ihm geben, damit sie ihn wieder zurückholen kann, weil das Interesse dann hier wieder angefeuert wurde. Aber so ehrlich zu mir, dass ich ihn sehen konnte in seiner wirklich großen Not, fast wie Notwehr, sich jemanden zu suchen. Und dann enabled sie ihn, ja, dass sie dann das rechtfertigt, ja. Oh ja, der musste ja quasi sozusagen eine Affäre beginnen. Das ist leider Bullshit, weil er unabhängig davon sich zurückziehen hätte können, ins Fitness gehen können und sich aufbauen können und trotzdem mehr neue Leute kennenlernen hätte können, ohne dass er nebenher mit der was anfängt. Das hätte dann nämlich ähnliche Dynamiken gehabt. Ja, jetzt habe ich ihn plötzlich in seinem Leid gesehen, weil er eben kein sicherer Hafen mehr war. Da wird dann solche Einsichten produziert diesbezüglich. Ich bin weder wütend auf ihn, noch hasse ich ihn oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich verstehe ihn besser. Ich habe Verständnis für ihn und entdecke auch meine ganzen Anteile von Liebe, die ganze Zeit auch da waren, auch wenn ich es nicht ausgesprochen habe. Und ich möchte nochmal genau darauf hinzeigen, indem man hier wirklich die Red Pill Aspekte, die er ja bedient hat, wie wir gesehen haben, ob er das jetzt willentlich gemacht hat oder nicht, ist ja Nebensache, im Vergleich zu diesen Blue Pill Paartherapien-Tipps, wo sie sich dann offen aussprechen, wo sie dann einen Spaziergang ausmachen und sich dann hier
durch Worte belabern, ja? Anziehung ist nicht verhandelbar, das kapieren aber diese Blue-Pill-Paartherapeuten nicht. Deswegen haben sie auch so niedrige Erfolgsraten, weil sie ja dann auch hier immer, was will die Frau, fragen. Auch das kann ich sehen. Ich spüre sehr, dass ich für Susanne sehr wichtig bin. Das zeigt sie mir auch und sie reagiert anders auf mich, sie geht anders mit mir um. Ja, und warum? Nochmal, warum geht sie jetzt anders mit ihm um? Ich spüre einen ganz anderen Wert. Es tut mir total gut. Ich fühle mich wieder viel mehr gesehen. Er spürt wieder mehr Wert, er fühlt sich viel mehr gesehen, weil er viel mehr zu dem Typ wurde, in den sie sich ursprünglich verliebt hat, der auch hier ins Fitness geht, der auch nicht die ganze Zeit an ihr dranhängt, wie dieser Sohnemann, obwohl er ja der Partner ist, zu dem sie hochschauen will, wegen den hypergamen Standards. Und für mich gibt es wieder einen Grund, nicht zu gehen. Und ich habe vor 8 Tagen mich von diesem Mädchen verabschiedet und habe das Susanne gesagt, dass ich das beende. Durch diese Affäre hat es uns so derart durchgeschüttelt, aber so derart, dass einige Dinge sich 180 Grad gedreht haben, aber sowas von, aber total. Und interessanterweise auch weitaus mehr als das ständige Gelaber und die offene Kommunikation. In einem Jahr Therapie vorher nicht so viel bewegt. Ja, wie er gerade gesagt hat, im Vergleich zu einem Jahr Blue-Pill-Therapie. Und dieser Ehrlichkeit, die zwischen uns entstanden ist, diese auch gnadenlose Ehrlichkeit, dem anderen zu sagen, was da alles gelaufen ist, das gibt ein anderes Miteinander. Und das ist ja essentiell, ne? Diese gnadenlose Ehrlichkeit, die konnte ja erst hervorgebracht werden, weil die Anziehung von ihr dann wieder so hoch war, weil sie das alles gemerkt hat, was passiert, wie er sich verändert hat und welche Möglichkeiten des Zugriffs er dann auch hat. Dann wird aber das dann rationalisiert, dann haben wir bloß offener gesprochen, währenddessen in Wirklichkeit sie dann ja, wie wir gehört haben, an dem See wieder mehr Bungalualität zugelassen hat und dadurch Bindungscocktails und so weiter ausgeschüttet werden und erst auf der Basis dessen dann wieder mehr Optionen übrig sind. Aber dann sagen sie ja, das lag an der gezielten Ehrlichkeit. Also ich glaube, ich kann gerade ganz offen und verständnisvoll und liebevoll in diese Beziehung hineingehen. Und ich sehe auch vieles an Susanne jetzt ganz anders. Ich habe sie erfahren in ihrer großartigen Sinnlichkeit. Und ich habe vorher lange Zeit neben einer Partnerin gelebt, die sich diese Sinnlichkeit nicht mehr erlaubt hat. Susanne sagt, es war eine... Und warum hat sich jetzt wieder diese Sinnlichkeit ergeben? Welche Grunddynamiken wurden mal wieder erfüllt? Und das ist genau das, warum man da auch immer wieder drauf zeigen muss. Beziehung, ich sage, nö, es war keine. Für mich ist das gerade eine große Chance für einen Neuanfang mit neuem Blick aufeinander. Wobei natürlich vieles schon da ist. Und auch viel Wertvolles und Großartiges schon da ist. Wenn ich es nicht nochmal probieren wollte, wäre ich nicht hier. Das weiß ich. Aber wie das sein wird, wenn ich nicht an uns glauben würde, wäre ich jetzt nicht hier. Das war für mich der Grund, das andere zu beenden. Bin nicht hier, weil ich eine Wohnung brauche. Oder nur wegen Paula. Na, wegen der Wohnung, da hat er schon ein bisschen nach oben geschaut, ne? Aber trotzdem sehr, sehr spannend, das alles zu beobachten. Und was man machen muss, damit es wirklich funktioniert, im Vergleich zu diesen politisch korrekten Säuseleien, die man da oftmals aus dem Mainstream hören. Trotzdem muss jetzt vorsichtig sein, dass er nicht wieder in das alte Beta-Ich reinrutscht, zu diesem co-abhängigen, leinengezwungenen, sondern wieder der Typ zu bleiben, der spannend ist, der unvorhersehbarer ist, dass sie vermehrt was Neues entdecken kann und dass er in der Quintessenz vielmehr der Typ ist, in den sie sich ursprünglich verliebt hat und nicht wieder den Beta-Isierungsprozess von vorne beginnt. Und damit hoffe ich doch, dass ich euch diesen köstlichsten Hass mal wieder näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!